الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. Wir sind hier heute beim 10. Dars in Mustalah al-Hadith. Wenn ich mich nicht irre, ist das heute der Kapitel Nummer 10. Genau. Wir hatten beim letzten Unterricht mit dem zweiten Abschnitt von diesem Buch, welches wir hier zusammen lesen, und zwar das ist die Zusammenfassung oder die Kurzfassung von Nuzhatun Nawar fi Tawdih Nukhbat al-Fikr von Al-Hafidh ibn Hajar. Wir hatten über den zweiten Abschnitt gesprochen, und zwar es ging um Al-Hadith al-Sahih, um den angenommenen oder akzeptierten Hadith. Und der Hadith al-Sahih hat Voraussetzungen, über die hatten wir auch gesprochen. Und zwar gibt es fünf Bedingungen oder fünf Voraussetzungen, die vorhanden sein müssen, damit der Hadith als authentisch, als Sahih eingestuft wird. Und diese Bedingungen sind zum einen die verbundene Kette, erstens. Zweitens die Geradheit des Überlieferers. Drittens die vollkommene Exaktheit und genaue Protokollierung seitens der Überlieferer. Tamam ud-dabt. Viertens, dass der Hadith frei von Abweichungen und Ungewöhnlichem ist. Und fünftens, dass der Hadith frei von beeinträchtigten Fehlern ist. Und der vierte und der fünfte Punkt ist sehr wichtig, weil das entscheidet dann, ob der Hadith am Ende auch wirklich authentisch ist oder nicht. Und wir hatten dann über die ausführliche Beschreibung der Bedingungen gesprochen, und zwar, was mit Geradheit gemeint ist. Geradheit des Überlieferers. Wann ist der Überlieferer oder wann wird der Überlieferer als gerade eingestuft? Er muss einige Sachen mit sich bringen, dieser Mann, dieser Überlieferer oder diese Frau. Er muss standfest in der Religion sein und gottesfürchtig sein. Also er muss jemand sein, der seine Pflichten ausführt und der es vermeidet, Taten wie Schirk, Frevelei oder Neuerung zu begehen. Also jemand, der irgendeine Frevelei begeht, ja, er hat Alkohol getrunken, er wird nicht akzeptiert als Überlieferer. Jemand, der seine Gebete nicht in der Moschee, in der Gemeinschaft verrichtet hat, er wurde nicht akzeptiert. Und die zweite Voraussetzung ist die Geradheit in der Männlichkeit, Al-Murua, dass er männlich war. Und das Wort männlich ist, oder das Wort Murua kann man als Männlichkeit oder als Ritterlichkeit ins Deutsche übersetzen. Aber das ist nicht sehr genau. Damit ist gemeint, dass er nicht Sachen gemacht hat, die zwar nicht klar verboten sind, aber die sich nicht gehören für einen Überlieferer, für einen Mann des Wissens. Zum Beispiel jemand, der auf der Straße rumrennt und mit kleinen Kindern spielt. Die haben gesagt, nein, das gehört sich nicht zur Murua. Und es gab teilweise sogar Geschichten, wie bestimmte Personen, es wird einer der Überlieferer sagt, ich bin zu jemandem gekommen, um von ihm den Hadith zu hören. Und dann bin ich gekommen und ich habe gesehen, dass er im Stehen uriniert. Er sagt, ich habe mich dann umgedreht, bin wieder nach Hause gegangen und ich wollte nicht von ihm hören. Obwohl diese Sache an sich nicht verboten ist. Dann wird überliefert von Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari, wenn er jemanden gesehen hat, der keinen Turban anhatte, der offene Haare hatte, der seine Haare offen gelassen hat, er hat ihn nicht akzeptiert. Das ist hier mit das, natürlich die Zeiten damals waren je nach Ortschaft anders als vielleicht die späteren Zeiten. Aber trotzdem, da sieht man, wie streng sie waren. Wie streng sie waren bei den Überlieferern. Und dann die vollkommene
Das ist die erste Bedingung gewesen. Die zweite Bedingung ist die vollkommene Exaktheit, also dass er genau ist im Auswendiglernen oder im Niederschreiben, dass er keine Fehler macht. Und drittens, dass die Überlieferungskette verbunden ist, dass er also direkt von ihm den Hadith gehört hat und nicht über eine andere Person, die dann nicht genannt wird. Und viertens, dass es in dem Hadith keine beeinträchtigten Fehler gibt. Das nennt sich dann verborgene Fehler. Das wird inshallah später noch ausführlich kommen. Und dass es in dem Hadith keine Abweichungen gibt. Zum Beispiel, wir sind jetzt, sagen wir mal, 10 Leute als Beispiel. Alle 10 haben jetzt etwas von mir gehört. Einer kommt und sagt, der Unterricht war am Mittwoch. Und die anderen 9 sagen, nein, der Unterricht war am Dienstag. Dieser eine, der gesagt hat, der Unterricht war am Mittwoch, im Normalfall ist er gerecht. Er macht keine Fehler. Er wird akzeptiert im Normalfall bei der Überlieferung. Aber hier hat er einen Fehler gemacht, denn es gibt eine größere Gruppe, die ihm hierbei widerspricht. Dann sagt man, deine Aussage ist schad. Dein Hadith oder deine Überlieferung ist schad. Nein. Das ist die kurze Zusammenfassung der letzten Woche. Kommen wir zu dem heutigen Unterricht. Und inshallah werde ich mich kurz halten. Die Folgen von dieser Definition, das, was wir jetzt gerade hier genannt hatten, diese 5 Punkte. Der erste Punkt, wir sagten zum Beispiel, eine der 5 Voraussetzungen ist, die Kette muss verbunden sein. Die Kette muss verbunden sein. Damit fällt dann der unterbrochene Hadith in all seinen Formen weg. Damit fällt also der unterbrochene Hadith weg. Wenn der Hadith nicht verbunden ist oder wenn die Überlieferungskette nicht verbunden ist, dann sagen wir, dieser Hadith ist munqati'. Dieser Hadith ist nicht muttasil, er ist nicht verbunden. Zweitens, die Geradheit des Überlieferers. Das ist die zweite Bedingung oder die zweite Voraussetzung. Damit fällt dann der unbekannte Überlieferer weg. Wenn zum Beispiel es gibt einen Überlieferer, man weiß nicht, wie seine Situation ist, man weiß nichts über ihn, er fällt automatisch weg. Weil wenn man nichts weiß über ihn, dann wird er nicht als authentisch eingestuft. Und ebenfalls natürlich derjenige, der für seine Schwäche bekannt ist, zum Beispiel jemand, der lügt, jemand, der für seine Freveltaten bekannt ist, der fällt dann auch weg und wird nicht als gerade eingestuft. Die dritte Voraussetzung ist die vollkommene Exaktheit und die genaue Protokollierung. Damit fällt dann derjenige, dessen Exaktheit nicht vollkommen ist, dessen Exaktheit zum Beispiel mittelmäßig ist, er fällt dann weg. Und ebenfalls derjenige, der unachtsam ist und der nicht genau ist, fällt dann auch weg. Die vierte Voraussetzung war, dass der Hadith unversehrt ist vor dem Alleinsein, also vor dem Shuzuz, Shaz, was wir gesagt hatten. Und Shaz kann man im Deutschen als Alleinsein oder als Isolation oder als Absonderung übersetzen. Habe ich versucht, diesen Begriff so gut es geht zu übersetzen. Inshallah werde ich ihn auch später dann veröffentlichen. Wie gesagt, Schärfe kann man als Alleinsein oder als isoliert oder als Abweichung oder Absonderung übersetzen. Also der Hadith darf nicht Schärfe sein. Und die fünfte Bedingung ist die Unversehrtheit von beeinträchtigten und verborgenen Fehlern. Damit fällt also dann natürlich der Hadith, der fehlerhaft ist, fällt dann weg. Die Formen von As-Sahih, von Al-Hadith As-Sahih, so hat hier der Muallif, der Autor, 2 Formen genannt. Und zwar sagte er, die erste Form ist As-Sahihu li dhatihi, der Hadith, der durch sich selbst sahih ist, der durch sich selbst authentisch ist. Das ist dann der verbundene Hadith, der durch einen geraden
und vollkommen exakten Überlieferer überliefert wurde und keine Abweichungen und verborgenen Fehler beinhaltet. Also das ist der Hadith, der diese fünf Bedingungen, über die wir sprechen, mit sich bringt. Dieser Hadith wird als Sahihun li dhatihi bezeichnet. Sahih durch sich selbst. Und die zweite Form von Sahih ist Sahihun li ghayrihi. Sahih durch andere. Also der Hadith selber ist eigentlich nicht Sahih. Er bringt nicht die fünf Voraussetzungen mit, aber er wird durch andere Sahih. Und das werden wir dann inshallah im nächsten Kapitel, wenn wir über Al-Hassan sprechen, werde ich das inshallah genauer erläutern. Und dann werden wir verstehen, was damit gemeint ist. Und zwar, das ist dann der gute Hadith, also der Hadith Al-Hassan, der durch sich selbst Hassan ist und der über verschiedene Wege überliefert wurde. Aber das lassen wir mal so stehen, bis wir dann bei diesem Kapitel sind. Und dann inshallah werde ich darüber ausführlich sprechen. Kommen wir zu den bekanntesten Werken, also die bekanntesten Werke, die Ahadith Sahiha, die Sahih Hadithe überliefert haben. Und die meisten von euch werden es wahrscheinlich wissen. Die bekanntesten Werke sind Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim. Alle Ahadith, die sich in diesen zwei Werken befinden oder die in diesen zwei Werken überliefert wurden, sind authentisch. Wenn wir hören, Rawahu al-Bukhari fi Sahihi, dann akzeptieren wir diesen Hadith ohne nachzufragen. Und das gleiche gilt bei Muslim. Dann sind wir soweit somit mit dem heutigen Unterricht fertig. Und in der nächsten Woche kommt dann, bi'iznillah, kommen erstmal einige Beispiele für das, was wir hier genannt hatten. Und dann kommen wir dann zu den neuen Kapiteln. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد